Also es wäre schon eine Idee. Ich meine, Korak zum Beispiel mag keinen Sims. Das wäre halt wieder ein Spiel, wo er halt nicht dabei wäre, aber... Ja. Wieso geht der Chat nicht? Meinst du im OBS? Im Streamfenster? Der geht nicht, weil der ab und zu mal einfriert. Deswegen nicht. Geil ist, wenn ein Einbrecher in seine eigene Wohnung einbricht und sich selbst ausraubt. Geht das in Sims? Oder wie? Weiß ich gar nicht. Weil ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so der Sims-Pro. Ich muss mich ins Spiel einfügen. Ja, das sowieso. Schade, dass ich Sims 3 nicht original habe. Oh, Zombie, Song-Request. Warte. Ich muss die Song-Request noch schnell anmachen. Wo ist denn Winamp? Das ist Winamp. So, das machen wir mal kurz weg hier. So. Mobot. So, Song-Requests. Na dann. Das sind sogar noch ältere drinne. Glaube ich jetzt. Das ist nur eins drin, okay. Na gut. So, also ich dachte, wir reden von echten Dummeinbrecher. Ach nein, nee. Von Sims. Mensch. Moobot. Ja. So. Ach, Pokémon, geil. Oh, ich sollte tanken. Das war knapp. Shitty, shitty, shitty. Nee, nicht Chigi, sondern Chili. Ja, auch ein Name für ein Pokémon, Chitty. Ich habe von echten Vor. Ich habe nun von einem echten Vorfall geschrieben. Oh. Das ist wirklich sehr intelligent. In Sims 2 habe ich früher mein Kumpel immer so Villen gebaut, riesiger Garten und so weiter. Meistens ging sich dann der Pool hinten nimmer. Was? Meistens ging sich dann der Pool hinten nimmer aus. Hä? Egal. Ach, danke schön. Okay. Also, was ich früher gerne mal gemacht habe in Sims, war halt die Leute zu ertränken. Mache ich heute nicht mehr. Heute versuche ich meistens eine erfolgreiche Familie zu machen. Auch wenn ich da das mit den Freunden ja privat meistens erspare und mir die Freunde cheate. Das klingt jetzt irgendwie im Zusammenhang Gamer ein bisschen komisch, hä? Hörst du noch zu? Ich höre noch zu, ja. Okay. Machst du gerade Song-Request oder wie? Nee. Achso. Sind dann abschnitt des Grundstücks und so. Sims Drecken, viel drauf mal gemacht. Ja. Aber das mit dem Geist ist mich halt total nervig. In Sims 3 sind die, glaube ich, noch schlimmer, die Geister. Beziehungsweise, wo ich sagen muss, Sims 3 habe ich zwei Letters mal gehabt, aber vom Laster gefallen. Ich habe Sims 3 in der Original rumliegen, aber ich glaube, die DVD ist davon kaputt. Die ist irgendwie mal kaputt gegangen, kurz nachdem ich es gekauft hatte. Ist die DVD im Arsch gegangen, was mich total geärgert hat. Und seitdem habe ich es mir halt dann geholt gehabt. Und daher. So. Ich habe es in zwei Addon Campus Jahre so geliebt und so gesuchtet. Das war auch noch geil, ne? Mhm. Billig Campus Jahre, das war wirklich ein gutes Addon. Bis so, ach Gott, Open for Business war auch noch geil, dass du da eigenes Geschäft machen konntest, auch wenn es verdammt stressig war und sich eher an Profis richtet, weil das ist wirklich verdammt schwer, da und noch die eigenen Bedürfnisse und dann hochzubekommen. Und dann auch noch das Ding auch noch erfolgreich zu machen. Es ist richtig, riesig, richtig stressig. Weil du bei einem eigenen Geschäft dann den Vorteil hattest, du konntest auch mal ein paar Tage Urlaub machen, wenn das Geld ausgereicht hat. Das kannst du ja bei einer Festanstellung kannst du das ja nicht. Also wie gesagt, Sims 3 hatte ich halt alle Add-ons vom Blaster gefallen. Sims 2 habe ich jetzt die Ultimate Collection
auf Origin kostenlos, die es damals gab. Also das könnte ich sogar noch original spielen. Aber Sims 3, da habe ich mir da schon gedacht, ach, ey, leck mich doch mit deinen ganzen Add-ons, ihr könnt mich alles abmachen. Ganz ehrlich, leckt mich kreuzweise, diese Geldmacherei. Sims spiele ich aus Prinzip nicht, weil in ein, was? Spiele aus, Escape! Verdammt, spiele ich aus Prinzip nicht, weil in einem Tag am Ende bin. Sims 3 habe ich auch was erlernt, uns, aber den Vierer Teil habe ich mir nicht geholt, hatte keinen Bock. Ja, ist eh reine Geldmacherei. Ja, das sowieso. Und es gibt auch viele Leute, die das auch nicht wirklich kaufen im Kram. Das ist ja der Schlimme. Und auch diese ganzen Mini-Add-ons, die sie in Sims 2 dann eingeführt haben. Diese Mini-Add-ons mit 5 Kleidungsstücken oder sowas. Das war richtig, richtig, richtig beschissen. Was sie dann auf den Trip gebracht haben. Das war echt. Meh. So. Und dann Sims 3 ist also sowieso nicht mehr so das geile Spiel. Also, was sie da am Anfang alles rausgeschnitten haben. Kitty spielt ja zum Beispiel sehr gerne. Was ich nicht verstehen kann. So wie ich das Display von Gronkh bisher angesehen habe, finde ich es eher so meh. Weil sie so viel weggeschnitten haben, weil diese Launen sind irgendwie total nervig. Wenn die sich ständig ändern und die einfach nur so halt. Sind halt da und die kannst du zu leicht ausnutzen, weiß ich was. Naja. Mich nerven dies auch diese Sim-Points, wo man sich Kleider kaufen kann. Nee. Es ist halt wieder so in Richtung Free-to-Play, ne? Ist halt das Problem. Was da denn schon wieder im RPG machst, das ist doch eh keiner geschrieben. Ich bin mich auch verwundert. Und dann ist halt noch Sommerflaute. Und ja, das ist halt. Sims 1, ehrlich gesagt, Sims 1 kann ich aus heutigen. Heute gar nicht mehr spielen, weil das ist zu schwer. Da komme ich absolut nicht mehr zurecht. Vor allem zum Beispiel, weil einfach das soziale Leben so sehr abzackt mit der Zeit, wenn du keinen zweiten Sim machst. Das ist dann echt ziemlich schwer. Pay to play. Im Sinne von, das ist Pay to Play. Achso, Pay to Play, ja, verstehe ich. Ja, schlecht. Früher gab es Demos. Heute Early Access für 500 Euro. Ja, zum Beispiel Star Citizen. Das ist ein gutes Beispiel. Wie viel Geld die da schon damit angenommen haben, alleine schon durch die Spenden und den ganzen Kram und was sie dafür für Packs anbieten. Obwohl ich das natürlich nicht so der Weltraumspiele-Fan bin, weil ich finde das einfach langweilig. Und Weltraum ist halt Weltraum, da ist halt optisch, ist das halt auch ziemlich langweilig mit der Zeit, finde ich. Das sieht. Alter, du da, bleib mit deiner Spur. Da finde ich Rooster bestimmt anders, ha? Mhm. Also ja. Ich bin mal gespannt. Die haben ja gesagt, wenn Sims 4 ein Reihenfall wird, wenn sie keine Sims mehr machen. Aber es ist ja leider keine Reihenfall geworden. Ich hätte dem ehrlich gesagt auch gegönnt, wenn es ein Reihenfall geworden wäre. Weil das Spiel das. Und dann haben sie es auch noch wieder noch mehr Mini-Packs rausgebracht und das. Zwei Mini-Packs und ein großes Addon. Und das eine große Addon ist von Sims 3 abgekupfert. Das ist nämlich eigentlich Traumkarrieren in dem Sinne. An die Arbeit. Ist auch totaler. Nee. Aber es hat EA, ne? Origin hatte ich ja eigentlich nur damals geholt, weil es halt die kostenlosen Spiele von EA gibt. Also die Auf-Haus-Spiele. Habe ich zwar bisher noch nicht gespielt, aber ich will es halt haben. Ich bin halt Sammler gerne. Auch Online-Sammler. Apropos übrigens, Leute. Wir haben zwar, glaube ich, jetzt keine RPG-Maker-Leute hier drin, aber der RPG-Maker 2000 ist heute auf Steam erschienen. Also, falls ihr es nicht wisst. Der RPG Maker 2000, den gab es bisher nur in Japan zu kaufen, auf Japanisch, also legal,
Illegal ist zwar eine Version rausgekommen von Don Miguel übersetzt, aber die ist nicht legal, die darfst du eigentlich nicht nutzen. Und demzufolge ist das halt, ist es die einzigste, momentan die einzigste Möglichkeit auf Steam, den legal zu holen. Und ich finde es gut, dass der endlich rausgekommen ist. Naja, seien wir uns ehrlich, man kann es gerade auch nicht neu erfinden. Mit Sims oder wie? Ja, das Problem war einfach nur bei Sims. Meiner Meinung nach, die haben halt wirklich so viel rausgefunden. Einfach nur, dass es halt wieder alles nach und nach per Add-ons hinzufügen können, wahrscheinlich. Damit halt nochmal mehr Geld reinbringen können. Ja. Und das ist halt einfach. Naja. EA halt. Ich meine, ach, wie ist der Entwickler von Sims? Boah. Will Wright, ne? Kann sein, ja. Will Wright. Der ist ja schon lange nicht mehr bei dem Studio. Und ich glaube, der macht auch in der Spielebranche nichts mehr. Der hat ja auch Spore da noch gemacht und das ist ja auch ein kommerzieller Fehlschlag gewesen. Spore. War auch für mich Spore ab der Weltraumphase auch eigentlich nur noch ein und dasselbe und langgezogen und war irgendwie, abgesehen, dass ich ja Weltraum sowieso nicht so der Fan bin. Und naja. Was ist denn Schwachsinn, das Ding? Ich bin aber zum Beispiel, was RPGs angeht, bin ich zum Beispiel sehr gespannt auf Torment, Tides of Numeria. Numeria, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Spore habe ich nie gezockt. Habe ich sogar original irgendwo noch rumliegen, Spore. Aber nimmt Origin leider nicht an. Das ist das Problem. Nimmt dann den Code nicht an. Weil es halt zu alt ist. Und, ja. Was war ich jetzt? Scheiße, habe ich schon vergessen. Und, wo war ich denn stehen geblieben? Hallo? Das war eine Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen down. Also. Ein bisschen so down in letzter Zeit. Ich bin müde. Das ist Uhrzeit. Ich werd alt. Du hast was zu tun. Mod, du hast was zu tun. Ah ja, ich sehe schon. Ich kümmere mich gerade rum. Last Server 140. Habe ich die nicht schon mal geblockt? Na dann fang doch an zu. Der Player darf sowieso nicht alle werden, beziehungsweise haben wir noch eine Viertelstunde, dann wechseln wir erstmal zu Faces of Death, würde ich sagen. Ganz schlecht, mach was einfällen hier. Gefickt eingeschädelt. Ach, digi hole. Weiß nicht, ob das in der Viertelstunde noch spielen wird. Ich weiß nicht, ob das in der Viertelstunde noch spielt. Regel Nummer 1, alter Gamer, geh in die Pen. Maus und Tastatur, das lässt Kalorien verbrennen. Regel Nummer 2, halt die FPS schön oben. 60 sind perfekt und kann in jedem Game schon toben. Und Regel Nummer 3, ja.